Willkommen zu einem neuen Video. An diesem Tag war ich mit Jörg zusammen beim Achim an der Diepeschrater Mühle zum Lachsforellenangeln. Ja. So kann's losgehen. Nach wenigen Würfen aufs Buhn direkt der erste Fisch im Drill. Werf ruhig, gut weiter werfen. Kein Problem. Werf ruhig. Ich kann. 2,8 Gramm, also reingeworfen, bis 3 gezählt, angekurbelt langsam. Oh, knapp. Schwein gehabt. Das wäre nicht viel länger gut gegangen. Kurz darauf bekam Jörg seinen ersten Biss auf die Spoonroute. Sehr schöne Müller. Kurbeln, kurbeln. Machen wir Ticken weiter zu, ein bisschen. Oh, vom Ufer ein Biss gehabt, gerade. Verpennt. Kommst du klar? Ich muss hier gerade keschern. Ja. Ja, Bremse ist gut. Hört sich gut an. So ist das schön. Petri, jawohl. Sehr schön, Jörg. Klasse. Was ich beim Grundangeln mit Bodentaster oder mit Spiro öfter mache, ist, einfach die Montage mal 1 Meter bis 2 Meter zu versetzen, alle 5 bis 10 Minuten. So kann man schon aufgrund auch eine größere Fläche absuchen. In dem Fall zeigt es direkt Wirkung und nach 2 Minuten bis der nächste Fisch. Ich hab bis auf Grund. Ja, ich komme ja schon. Vorsicht! Ich glaube, das ist eine gute. Eine kleine. Eine kleine. Thank you.
So schnell bekomme ich den Knoten auch nie auseinander. Geil, ne? Der war mal cool, wa? Spiel gelöst. Am Gummi darfst du nicht direkt anhauen. Die musst du wie beim, sag ich mal, Teig angeln, so einen halben Meter, Meter mal gehen lassen. Also Spannung drauf halten. Lass nicht direkt ankloppen, sonst ziehst du den Gummi aus dem Maul. Aber Spitzen sagen. Der ist geil. Du musst mal gucken, wie der läuft, der ist kaputt. Ne, mal den anderen. Warte, den hier. Mit Silber. Die sind echt hammergeil. Habe ich einen Zwillbrock gefangen. Gar nicht einen Zwillbrock, einen Zieverich. Mit denen hier. Aber die musst du langsam führen. Du hast mich verworfen, deswegen nehme ich ihn mal den Arm. Fest jetzt mal am Ufer, tu mal reinschmeißen und tu mal langsam ziehen. Du siehst, wie der läuft, was ich meine. Du darfst ihn nicht zu schnell führen. Biss gehabt. Das gibt's ja gar nicht. Reingeworfen direkt Biss. Komm, nimm nochmal. Ja, das holst du in dir, wa? Ja, die fliegen relativ. Ja, es ist links. Ja. Da musst du mir nach links werfen, ja. Einen kurzen Anfasser gehabt. Genau. Ein bisschen absinken lassen, erstmal. Und dann ganz langsam reinholen. Die darfst du echt nicht zu schnell drehen. Und im Zeitlupentempo kannst du die schleppen. Ganz langsam, genau so. Ich will bei dem Kontakt immer die Route gerade halten und Spoon angeln. Dass wenn die sitzen, dann haken sie sich direkt. Ja, das ist ein bisschen anders wie beim Teig. Und versuchen immer einen Schnurbogen rauszuholen. Ist der läuft? Schnitt. Na, du musst vor allem, nee, du lass mal den Köder weiter raus. Weiter. Noch ein Stück. So, und jetzt tu mal voll durchziehen. Mit Schmackes. Alles gut, kannst du. Schon, ne? Ne? Ist geil, ne? Wenn die im Schwarm stehen, kannst du die wirklich so genau anwerfen und dann langsam trudeln lassen. Die Dinger sind echt der Knaller. Kannst du sogar noch eine Bienenmade mit dranhängen an den Haken, dann geht die noch langsamer runter. Wie lang ist die? Die hier, 2,13 glaube ich. Aufgrund, da hat sich was getan. Da hat sich was getan. Was ist denn jetzt? Nimmst du oder nimmst du nicht? Jetzt geht's. Hängt. Ja. Ein Fisch halt, ne?
Immerhin wieder eine, ne? Aber wie gesagt, ganz tief über Grund, ne? 20 cm nur. Ich komm hoch. Na komm. Nee. Wieder so ein Zahnkastenbiss hier auf Grund. Einmal kurz so die Schnur. Mhm. Und fällt wieder. Geht aber, oder? Nee, jetzt bleibt der Wind. Ist das dann stehen geblieben oder welche? Ich weiß gar nicht. Du bist? Ja, ja. Oh, das ist eine gute. Das ist eine. Komm, das soll eine dicke sein. Ja, eine kleine. Der Teig? Beim Reinwerfen gerade. Du bist echt der Hammer. Ja, ist immer cool. Komm am besten rüber, sonst bist du gleich von mir dran. So, dann pushe ich die gerade Kescher. Das sind kleine. Das sind kleine. Ja, die sind gut in Form. Nee, komm mal. Einfach runterhalten. Genau. Ja. Bitte schön. Danke. Einwerfen? Absinken lassen, ne? Noch nicht mal. Also der war. Oh, der kann noch nicht tief gewesen sein. Bumm, direkt drauf, ja. Wa? Der war noch nicht im Wasser. Ja. Oben in der Luft. Sind noch da. Bis einmal. Komm, nimm noch mal. Einmal attackiert. Zweimal hängt. Und bis, ach Mann, wenn der Stress mal nachlassen würde. Ich glaube, ich habe dich mit drin, kann es sein? Geht man gerade hoch deine Route? Hoch. Nur, ob du vielleicht drüber kommst, wenn das klappt. Zwei? Ja, Schwein gehabt. Vorsicht, Jörg, bin gleich bei dir drin. Jörg, hinter dir. Ich bin gleich bei dir in der Posenroute drin. Ja, danke. Na komm. Bist du raus? Dein Digge, Fisch ist noch da.
Fisch. Bleibst du hier? Ach, ist doch total crazy. Ja, voll. Nee, jetzt bleib hier nicht wieder rüber. Ja, ist jetzt ein Kilo drin. Hier geblieben. Ist? Weißt du, was komisch ist? Liegt da hinten. Jetzt ist sie schräg und weg, der Fisch. Obwohl er so lange im Maul hat. Also, verrückt, wa? Ja, die zieht Biss. Damit, du siehst nichts wegen dem Wind. Einmal Biss, komm, nimm nochmal. Tup, tup. Unglaublich, wie vorsichtig die beißen. Ja. Unglaublich, ehrlich. Ja, also wie gesagt, da wird mir ganz kurz auch, ne? Ja. Als wenn das Barsche wären, weißt du, die dann zu klein sind, zu doof sind. Und schon wieder? Ja, da habe ich schön festgehalten, ne? Den Gummi musst du gehen lassen, ne? Aha. Geht doch. So. Ist noch alles dran, was dran muss? Nehmen wir mal frisch. Hast du einen Sack voll Eugen? Fast. Fast, ja. Räuber. Fast. Sechs oder sieben. Heute Morgen, wie es direkt gebissen hat, war ich noch am Aufbauen. Ja. Da waren schon bestimmt 15 Stück raus. Das ging so schnell heute Morgen, ne? Zack, zack, zack. Ja. Schnell, musst du ganz, ganz schnell. Ja. Nee, ich hab keine. Aber große sind nicht so. Du hast bloß eine, ne? Dein Opa, ne, oder was? Ne? Das war's, oder? Nur zwei. Hey. Zwei Bücher. Nicht viele große raus. Nee, aber von den Kleinen ist es gut gefangen. Diesen. Der hinten, der hat um die 19 oder 20 Stück haben die zu. Wer? Echt? Ich sag, das ist komisch, ne, manchmal. Ach, das ist egal. Aber eine große wäre schön. Eine große wäre nicht verkehrt. Da bin ich heute eigentlich auch gekommen. Ich habe ich aufs Punkt gefangen, eine hat gerade abgerissen. Ich muss mich, eine große wollte ich haben für Beizen. Aber egal, ich habe noch zwei eingefroren. Ja, nehme ich die. Schleppen, bis, weißt du, pump, reißt ab. Auf Teig? Spoon. Spoon, ja? Die gerade auch aufs Punkt genommen. 6 Kilo. Schön. Das sind schöne Fische, ne? Aber macht Spaß, ne? Auf jeden Fall. Und das Wetter ist gut, ne? Mal keinen Regen zur Abwechslung.
Sorgen, die knalle ich jetzt vor die Füße da hinten. Ja. So, Stahlhelm anziehen. Grundmontage kommt. Ah, liegt er gut. Da liegt er gut. Oh, das war eine schöne. Das war eine schöne. Was ich jetzt mache? Jetzt packe ich meine Teigrute aus. In der Ecke zwei Würfe machen und testen, ob sich da was tut. Lag scheinbar doch an mir, wa? Ja. Das tut mir auch weh. Jetzt macht er mich aber nass. Das gibt mir jetzt zu denken. Ich kann mal gucken gehen. Oder wenn es Buhn drauf hat, ja. Ja, guck schon. Ja, gut,
da. Ja, ja, von wegen. Das kann ja wohl nicht angehen. Da gehe ich mal 10 Minuten weg, da fängt ja zwei Fische durch. So, Glückssträhne ist vorbei, ich bin wieder zurück. Was hast du denn drauf? Ah, ich sehe. Läuft, oder? Probieren noch das Feuerwerk auf und dann mach ich Feierabend. Ja, ja. Ich würde sagen, macht das Spaß. Ich gönne dir. Ist doch schön. Aber beide gefahren, ne? Direkt am. Wie lange ist die schon hinterher, du? Ja, der mich in der Couch, der hat mal so ein Video gemacht. Der wusste alles. Was er hinterher spielt. Echt? Die gerade gefangen hast? Die erste. Der Herr Müller, du glaubst du? Zwei Fische, zack, zack. Schön. No? Kommt wieder auf einmal hier jetzt. Ja. Wieder Fisch am Platz, wa? Zu Schwamm rübergekommen scheinbar. Ne? Irgendeinen Grund wird es schon haben, dass die jetzt hier stehen. Danach haben wir auch Feierabend gemacht. Jörg war schon eine halbe Stunde vor mir weg. Es war wieder ein super Tag mit schönen Fischen, netten Mitanglern. Die größeren Lachsforellen waren an dem Tag ziemlich zickig. Insgesamt sind davon nur drei raus. Dafür haben die Kleinen extrem gut gebissen. Da zurzeit die meisten Forellenhöfe geschlossen sind, hoffe ich, ihr konntet mit dem Video Zeit ein bisschen überbrücken. Bleibt gesund, geht nach Möglichkeit nicht raus, die Zeit zum Angeln kommt schon wieder. Unterstützt in der jetzigen Zeit eure Fachhändler des Vertrauens und eure Forellenseebetreiber vielleicht mit einem Gutschein. Bleibt gesund, bis dahin, macht es gut und tschüss.